Wir sind jetzt da im Sückerstall und Christina, das ist die kochende Melkerin oder die melkende Kocherin, je nachdem. Sie tut da die Alpabfahrt vorbereiten. Christina, bist du der erste Sommer auf der Sücker gewesen? Ich bin erstes Sommer auf der Sücker gewesen und auch allgemein erstes Sommer auf der Alp. Und was hast du so für Gefühle jetzt nach dem? Sehr gemischte Gefühle. Einerseits freut es mich, dass die strenge Zeit vorbei ist und andererseits würde ich echt nur gern bleiben. Weil es hat doch auch was Schönes. Wir waren es zu viert. Zu viert, ja. Zu viert waren wir es. Zu zweit beim Vieh und zu zweit in der Sennküche waren sie meistens. Und dann hat man sich halt gegenseitig ausgeholfen. Hast du die Arbeit schon mal gemacht, so der Schmuck? Nein, das ist Premiere. Also das gibt ein typischer Allgäuer Kranz, wie es mir in der Alpabfahrt oder bei als Viehscheid haben. Aber das ist für mich Premiere, dass ich sowas mache. Wir sind hier am Bödenstall. Da ist der Küher, der Dominik Geist. Und der Dominik Geist hat also da zum Vieh geschaut. Dominik, wie hast du den Sommer erlebt? Ja, einen super Sommer verwischt. Gras hat es gepasst. Ja, das Wetter war eigentlich immer. Ja, war eigentlich gut. Es hat immer mehr Wasser gehabt. Ja, ja, sonst ein schöner Sommer. Der wie viel Sommer bist du zu alt jetzt? Der fünfte. Der fünfte? Mhm. Tust du selber bohren oder wie kommst du dazu zum... Nein, ich habe die Schreinerlehre gemacht und ja, nach der Lehre habe ich gesagt, ich werde das anders machen. Und habe dann auch... Ja, ich habe schon immer ein bisschen Bezug zum Vieh gehabt und bin dann durch einen Kumpel eigentlich, ja, der war auch zu Alp und ja, durch den habe ich dann halt mal probiert und bin dann selber mal gegangen. Ja, das Alpvieh habe ich jetzt gleich gepackt halt. Wie bist du mit den Berger Bauern zurückgekommen? Ja, ist auch gegangen. Am Anfang sind sie gewöhnungsbedürftig oder eigen, sagen wir so, aber dann ist es gut gegangen. Was sind so die schönsten Momente auf der Alp als Küher? Ja, es gibt so viele. Ja, das ist uns. Ja, schönste Moment ist einfach, wenn du bei der Kühe bist, wenn du in der Natur bist. Schöner wie im schlechten Wetter, das hat immer was. Ja, wenn es jetzt mal tagelang durchregnet, ist alles voller Dreck, die Kühe sind unruhig. Ja, da ist dann schon nochmal gerade so angenehm, aber es geht auch, es gehört alles dazu. Wir haben hier den Florian Wintergerst, er ist Senn auf der Sücke, gell? Cool. Und Kunde aus dem Allgäu. Genau, aus dem Allgäu. Bist du der erste Sommer da gewesen? Ich bin der erste Sommer da und letzte Woche habe ich den Wolfgang ein bisschen unterstützt, aber eine Woche, um bis jetzt zum Lernen vom Wolfgang. Aha, der Wolfgang ist Senn gewesen auch da? Letzte Sommer war der Wolfgang Senn da oben und der hat bei uns in der Firma die Lehre gemacht und deshalb haben wir ihn kennt und noch mal besucht und dann bin ich auf den Geschmack gekommen. Circa zum Übernehmen. Wie lange bist du da gewesen? Ich bin jetzt 3 Monate oben gewesen. Wir sind am 25. Mai sind wir raufgekommen, haben gezühnet, alle miteinander. Und dann ist das Vieh gekommen am 8. Und wir sind mit 106 Kilo auftrieben, haben die Alpauffahrt gemacht. Und jetzt zum Schluss hat man ein paar Galt gestellt. Wir haben aber eine ziemlich große Menge an Milch gehabt. Wir haben dieses Jahr fast 120.000 Liter verkäst. Alles zum Großteil in Alpkäse und in Raclette-Käse geflossen, die Milch. Wir haben natürlich auch Produkte wie Butter gemacht, Joghurt, Molkedrinks und Milchdrinks. Und bis jetzt sind meine Produkte auch ziemlich gut rausgekommen und das erfüllt einen halt auch mit Stolz. Das Gras ist gewachsen und wir haben die Milchleistung
steigern können von Anfang von pro Melkung 830 bis auf 930 pro Melkung haben wir steigern können. Also haben wir am Tag 1860 Liter Milch zum Verschaffen gehabt. Und das war eine enorme Menge. Und mit dem Team, wo ich das dieses Jahr bewältigt habe, das war absolute Spitze. Hier im Reiferaum sind jetzt momentan 1200 Stück drin. Der ist für diese Milchmenge, die wir gehabt haben, viel zu klein. Wir haben im Gesamten fast 1700 Laib gemacht. Ich habe mein Team zusammenstellen dürfen von der Alpgenossenschaft. Und es sind alles Freunde von mir gewesen. Sie sind alle vom Allgäu. Und es war so ein tolles Miteinander. Wir haben nie gestritten. Man hat nie Arbeit am anderen zutragen müssen. Wir haben alle selber miteinander geschafft und alle kaum war was zu viel. Und es war so nett, mit den Leuten zusammen zu schaffen. Das gibt es nicht überall, aber mit dem Team, der dir immer wieder ganz abgeht, weil das hat Spaß gemacht. Wenn wir dort noch Freiwillige suchen, die das so machen wollen. So, jetzt haben wir hier in der Sennerei der Daniel Albrecht, der kommt auch aus dem Allgäu. Und er ist hier in der Ferienseite. Ja, genau. Wie ist das gewesen? Ja, ich bin in der Ferien hier. Ich bin eine Woche hier, um dem Flori zu helfen im Senn. Als Unterstützung, weil die zwei Zusenden, die davor da waren, die sind schon wieder im Allgäu. Genau, zur Unterstützung. Du bist ausgebildeter Molkerei? Molkereifachmann. Die Lehre geht 3 Jahre. Und danach habe ich noch 2 Jahre meinen Molkereitechniker drauf gemacht. Genau, und ich arbeite eben im selben Betrieb wie der Florian, der Senn. Und wollte einfach mal wieder von der Pike auf, back to the roots sozusagen, das Käsen von Hand miterleben. Und Florian hat mir viel gezeigt hier und ja, vielleicht klappt es bei mir auch mal, dass ich mal auf eine Alp gehe. Habe überall mit reinschnuppern können, egal ob es jetzt im Stall war oder hier in der Sennküche und im Verkauf mit draußen. Meiste Zeit im Käsekeller beim Schmieren, das war schon auch sehr interessant. Ja.
Ich kann halt die Wolfsinn nicht spielen.